glaube, dass die, das ist ein anderer Chor, der da auch probt. Und was ich immer so mitkriege, ist, dass die Menschen, die dort leben, wenn die das hören, das stört die nicht. Wenn ich aber als Sängerin eine neue Wohnung suche, dann scheint es alle zu stören. Aber das Schöne ist, wenn man einfach als Chor probt, kommt das eigentlich gut an. Und deswegen bedeutet das Lebendigkeit und dem ist auch das nächste Stück gewidmet. Sing, swing. Die Internetadresse und das Datum unserer nächsten Versammlung
stehen auf einem Papier, das ihnen nachher beim Hinausgehen ausgehändigt wird. Und noch ein Tipp. Wenn Sie bei YouTube die Worte Alexianer und Paulusheim eingeben, können Sie einen kurzen Videofilm sehen, der unser Straßentheater, das wir im Sommer aufgeführt haben, dokumentiert hat. Wenn wir alle zusammenstehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, können wir viel erreichen. Wenn wir alle zusammenstehen, können wir viel erreichen. Dieses Motto wird uns der Chorleiter unseres nächsten Chors, Hans-Jörg Schall, auch gesanglich nahebringen. Er hat nämlich das uns allen wohl bekannte Lied der Black Föß in unserem Fädel auf unsere Situation im Ende nicht umgedichtet und wird es mit allen uns gemeinsam zum Schluss singen. Aber zuvor, stopp, hören wir noch Herrn Schalls Chor Voice Collection. Ein Chor für alle Kragenweiten, ohne Stress, aber mit Herz, Humor und Know-how. Bitte schön, Voice Collection, Herr Schall. Wir haben drei Lieder, eine Zugabe und dann kriegen wir das.
Ton singe, ist das nur ein Fehler. Die anderen lachen sich kaputt, weil ich immer in diese Öko-Haferflocken-Geschichte mit da geht es um Haferflocken und jetzt geht es auch um Börsenkurse. Und es hat sich bei uns herausgestellt, dass diese Regel heute gesungen werden muss. Auch Jesus hat seinerseits die Tische umgeworfen, der Geldwechsler. Dann können wir auch hier in der Kirche über die Börse singen. Ich habe meinen Ton schon vergessen. Lay down, lay my
vielleicht, den einige Leute haben da auch schon gelebt, als ich mich von diesem Spielwort im Wald in den 60ern dargebracht wurde. Das singen wir auf den Schlüssel von oben, da gibt es keinen Ton, da fällt alles den Text ab. Das wird manchmal sogar 17 Stimmen. Und ich glaube, immer das ist plus 5 mal 17. Das heißt, wir haben eine Grundkontonalität. Weil wir jetzt alles verdecken, es sollen ja nicht alle mitsingen. Wollen wir uns nicht alle dann ergeben?
meine Damen und Herren, das ist ja nun wirklich ein schöner Schluss dieses wunderbaren Abends, wo wir noch allen, die mitgewirkt haben und allen, die gekommen sind, danken für die Solidarität, für unsere Bürgerinitiative und unsere Bemühungen, das Paulusheim für die Bewohner zu erhalten, für die Engländer zu erhalten und darauf aufmerksam zu machen, wie rechtlos unsere alten Menschen sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Heimweg, bedanke mich, dass Sie da gewesen sind und hoffe, dass der eine oder andere die Petition unterzeichnet oder bei uns in der Bürgerinitiative unschrägstrich oder bei uns in der Bürgerinitiative mitmacht. Vielen, vielen Dank. Madet Jod, bis demnächst. Und noch einmal Paulus sein.